Ihr fragt euch jetzt sicher, was hat eine Lawine mit der Fellnase zu tun, die friedlich in eurem Wohnzimmer schlummert? Das verraten wir euch im Laufe dieses Videos. Und vielleicht findet ihr es ja sogar selbst heraus. Denn diesmal erwartet euch ein spannendes Quiz und ihr dürft erraten, welche Hundeberufe hinter den Bildern stecken, die wir euch gleich zeigen. Es gibt Hunde, die Berufe haben? Ja, ihr habt richtig gehört. Der Hund ist schon ziemlich lange der beste Freund des Menschen. Und Wissenschaftler schätzen, dass er seit mehr als 10.000 Jahren treu an seiner Seite ist. Mit klaren Aufgaben, das Zuhause bewachen, Schafe hüten, bei der Jagd helfen und natürlich kuscheln, was das Zeug hält. Das können die flauschigen Vierbeiner auch heute noch sehr gut. Und damit sind wir, Ladies and Gentlemen, auch bei unserem Hundeberufe-Quiz. Auf geht's, ratet mit! Und abonniert bei der Gelegenheit am besten gleich unseren Kanal, um rund um den besten Freund informiert zu bleiben. Hundeberuf Nummer 1. Wer bleibt immer an der Spur, arbeitet im hohen Tempo und ist ein wahrer Teamplayer? Na? Ausdauer, Kälteresistenz, Teamplayer. Richtig, der Schlittenhund! Schlittenhunde unterstützen ihre Menschen als Zugtiere und Sportkameraden. Und sie fühlen sich im Schnee pudelwohl. Schauen wir mal, ob ihr auch den nächsten erkennt. Kommen wir zu Hundeberuf Nummer 2. Wer zeigt seinem Menschen den Weg, hat einen 1A-Orientierungssinn und echte Führungsqualitäten? Nein, es ist nicht euer Chef. Denkt nach. Orientierungssinn, Zuverlässigkeit, Führungsqualität. Wer könnte das sein? Ganz klar, der Blindenhund. Blindenführhunde sind speziell ausgebildete Assistenzhunde, die sehbehinderten Menschen eine gefahrlose Orientierung im Alltag geben. Und damit unglaublich nützlich. Hundeberuf Nummer 3. Wer ist kommunikationsfreudig, sehr geduldig und hat ein einzigartiges Einfühlungsvermögen? Die Zeit läuft. Gut geraten, der Therapiehund. Therapiehunde werden bei tiergestützten medizinischen Behandlungen eingesetzt, wie zum Beispiel in der Psychotherapie, Ergotherapie oder Heilpädagogik. Und damit sind wir schon bei Hundeberuf Nummer 4. Wer steckt seine Nase gerne in fremde Koffer, ist aufmerksam und kommt jedem Kriminellen auf die Spur? Spürnase, Durchsetzungsvermögen, Aufmerksamkeit. Aber Sichi, der Drogenspielhund. Die intelligenten Spürnasen werden von der Polizei, vom Zoll oder anderen Sicherheitsbehörden zum Aufspüren von Suchtmitteln eingesetzt. Hundeberuf Nummer 5. Wer liebt den großen Auftritt, ist äußerst fotogen und stiehlt seinem zweibeinigen Kollegen gerne die Show? Na, es ist nicht Heidi Klum. Darf ich bitten, Bühne frei? Der Filmhund. Filmhunde jagen Verbrecher, sind Komiker oder machen einfach eine tierisch gute Figur. Denkt nur mal an Lassie oder Rex. Wenn euch jetzt noch andere Filmhunde einfallen, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben. Hundeberuf Nummer 6. Wer ist bei Katastrophen sofort zur Stelle, hat eine feine Nase und behält in jeder Situation einen kühlen Kopf? Kleiner Tipp, er hat das Zeug zum Helden. Korrekt, der Rettungshund. Ein unentbehrlicher Retter in der Not, der unter anderem zu Lawinen, Trümmer und Wassersuche eingesetzt wird. Jetzt wisst ihr auch endlich, was eine Lawine mit der Spürnase in eurem Wohnzimmer gemeinsam hat. Und ohne die intelligenten Vierbeiner hätten wir es in vieler Hinsicht sehr viel schwerer. Der Hund ist aber nicht nur Retter, Helfer, Schauspieler und Therapeut, sondern vor allem eins, der beste Freund des Menschen. Und diesen Job macht er wirklich unvergleichlich gut. Natürlich war das längst noch nicht alles. Falls euch weitere Tätigkeiten einfallen, die niemand so gut kann wie eure schlauen Lieblinge, dann postet sie in die Kommentare, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und nicht vergessen, wer unseren Kanal abonniert, ist immer top aktuell rund um den Hund informiert. Und da frage ich mal so ganz direkt, ohne Umwege, schon das Glöckchen gedrückt. Viel Spaß mit eurer Fellnase, Wuff, bis zum nächsten Mal.